Ganz hinter Stoder, zahlreiche Gäste aus den Nachbargemeinden und der gesamten Region waren zum Eröffnungsfest der neuen Sportanlage gekommen. Die bestehende Rasenfläche wurde nach modernsten Vorgaben saniert und präsentierte sich in einem ausgezeichneten Zustand. Davon konnten sich die beiden Mannschaften beim prominenten Match überzeugen. Mit reichlichem Einsatz kämpften hier die Elferteams aus Wirtschaft gegen Politik. Trotz der hochsommerlichen Temperaturen zeigten sie Fußball auf hohem Niveau. Als Sieger ging die Mannschaft der Wirtschaft mit 4:2 vom Platz. Mit der neuen Sportanlage verfügt der Weltcuport nun auch über eine zeitgemäße Anlage, die allen Ansprüchen gerecht wird. Ein wunderschöner Ort, eine wunderschöne Fußballanlage. Was wollen wir mehr? Wir haben jetzt für unsere Jugend was geschaffen, wir haben für unsere Betriebe, weil wir haben internationale Fußballspiele in Hinterstoder, für das U-Tel, wo auch immer wieder Fußballer da sind. Und auch für den Sport, für Laufsport und alles ist das eine super Anlage und wir sind sehr froh, dass wir das jetzt haben. Sport und Tourismus sind eine ideale Kombination. Das zeigt sich deutlich an den zahlreichen gemeinsamen Aktivitäten. Das sehen wir jedes Jahr bei den Trainingscamps internationaler Vereine, gerade auch hier in der Region. Und diese Anlage wird auch eine gute Ergänzung sein in der Infrastruktur. Und heute sehen wir hier schon ein erstes spannendes Match, also alle können sich freuen. Auf die neue Anlage blickt man in Hinterstoder zurecht, mit Stolz. Die Anlage erfüllt uns mit Stolz, da als Hinterstoderer. Ich meine, wir haben seit den 50er Jahren da einen Sportplatz und der ist jetzt komplett saniert worden und mit dem Mannschaftsgebäude jetzt sind wir da up to date und jetzt können wir da natürlich die Mannschaften trainieren lassen, die da auch in der Region da sind und auch in Hinterstoder sind und vor allem für unseren Nachwuchs auch, dass wir da, wie gesagt, dementsprechend trainieren können auch und das wird auch sehr gut angenommen. Ja. Der Wechsel des Vereines zur Sportunion war ein logischer Schritt und brachte einige Vorteile mit sich. Der Schiefermeier Franz, der Präsident der Union, ist ein sehr guter persönlicher Freund von mir und auch Skiclub-Mitglied schon seit Jahren und durch den Weltcup und so bei uns. Sind wir halt da sehr gut mit ihm und es war natürlich jetzt kein Thema nicht, dass wir da zur Union wechseln. Hinterstoder ist als neues Mitglied in der Union überaus willkommen. Wir haben in Oberösterreich über 670 Vereine, landesweit und flächendeckend und 240.000 Mitglieder. Und wir freuen uns natürlich auch, dass der Sportstandort Hinterstoder heute einen Unionverein hat und dass wir die neue Sportanlage eröffnen konnten, die wichtig ist auch für die Weiterentwicklung und ein maßgeblicher Erfolgsfaktor ist natürlich auch für den Verein ist. Das Werk ist gelungen, glaube ich, das kann man in jeder Hinsicht sagen. Es ist eine Anlage, die den heutigen Anforderungen entspricht, die aber vor allem auch für kommende Generationen eine gute und wichtige Investition ist. Und Sportstätten sind ein Erfolgsfaktor und darüber freuen wir uns natürlich in jeder Hinsicht. Dass Hinterstoder in nächster Zukunft einen Fußballverein haben wird, ist durchaus nicht auszuschließen. In erster Linie werden sich jetzt Kinder und Jugendliche hier auf dieser Anlage sportlich betätigen. Da ist natürlich mit dieser Anlage da der Grundstein einmal gelegt worden und ich sage niemals nie, wer weiß, vielleicht haben wir dann einmal einen Profibetrieb und dass wir halt da dann einfach mit anderen Mannschaften dann gegen die auch spielen können dann einmal. Nach der Segnung der Anlage durch Pfarrer Gerhard Hackl warteten die zahlreichen Gäste bereits gespannt auf das Freundschaftsspiel von SV Joskurit gegen Mladá Boleslav aus Tschechien. Von beiden Mannschaften wurde dabei mit vollem Einsatz gespielt. Zwar hielten sich die Rieder tapfer, aber bei dieser Begegnung hatten die Tschechen eindeutig die besseren Karten. Sie verpassten den Innviertler Wikingern eine Packung, wie sie eindeutiger nicht sein konnte. Mit einem klaren 5:0 gewannen die Tschechen dieses Freundschaftsspiel.